Ja, hallihallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Informationsvideo bezüglich des neuen Community Servers, der auf dem Feed the Beast Direwolf 20 1.5 Modpack läuft. Ich bin gerade dabei, ein Video hochzuladen, wo ich ein bisschen so auf dem Server in-game rumrenne. Ich denke, da werden jetzt in nächster Zeit auch ein bisschen mehr Videos kommen. Aber jetzt erstmal ein bisschen als obligatorisches. Der Server läuft wieder über Hamachi. Hier in der Beschreibung werde ich meine Hamachi-IP und die ganzen Netzwerke schreiben. Guckt am besten einfach, ob ihr schon in einem Netzwerk drin seid vom alten Server, denn da hat sich nichts geändert. Und wenn nicht, dann guckt einfach in die Netzwerke, die in der Beschreibung stehen. Guckt, ob noch ein Platz frei ist. Wenn nicht, dann probiert weitere Netzwerke aus. Wenn wirklich alle, die ich in der Beschreibung hinschreibe, voll sein sollten, dann schreibt mir hier am besten eine YouTube-PN. Kommentare gehen öfters mal unter, aber eine PN werde ich auf jeden Fall lesen. Es gibt diesmal keine Whitelist, das heißt, das ist einfacher für euch auf den Server zu connecten. Und ihr müsst auch nichts mehr bei dem Direwolf 20 Modpack einstellen. Ihr müsst einfach nur das Modpack runterladen und könnt dann über mein Hamachi IP auf den Server joinen. Was hier noch wichtig ist zu sagen ist, ihr braucht mich nicht immer in Hamachi anschreiben, um zu fragen, hey Jona, ist der Server an? Oder sowas. Es läuft ab jetzt so, immer wenn ich online bin in Hamachi, ist der Server auch online. Das heißt, ich stelle mich in Hamachi nur online, wenn ich auch den Server online mache. Das heißt, ihr braucht nicht, wenn ihr seht, ich bin online, dann braucht ihr mich nicht in Hamachi anschreiben, hey, ist der Server online und so. Weil ziemlich oft bin ich gerade dabei, selber zu zocken oder mit was anderem beschäftigt. Und wenn dann halt die ganze Zeit irgendwelche Leute fragen, ob der Server an ist, dann ist es ein bisschen störend. Also sobald ich in Hamachi online bin und ihr Bock zu zocken habt, einfach mal Feed the Beast anschmeißen und dann könnt ihr sofort auf den Server joinen. Jo. Ich überlege gerade, gibt es sonst noch irgendwas, das man klären müsste? Ja, es gibt eine neue Map, ein paar andere Mods natürlich jetzt auch mit dem Modpack und ja, ich freue mich schon, euch mal auf dem Server zu sehen. Bis dann. Ciao.